Willkommen zurück zu meinem F1 2021 Story Mode Let's Play. Wir sind in Kapitel 13 nach einer beeindruckenden Erfolgssträhne und mit neu gewonnener Konzentration und Zielstrebigkeit, nachdem wir dreimal neu gestartet haben. Deswegen war die letzte Folge eine XXL-Folge. Aber schaut es euch an, Leute, es war sehr unterhaltsam. Krass, was alles passiert ist. Aber jetzt hofft Kasper Ackermann genau wie Aston Martin, dass sie auf dieser Leistung aufbauen können. Sie sind auf dem Weg zum Grand Prix in Sochi und in das letzte Drittel der Saison 2021. Also wir nähern uns mit großen Schritten dem großen Finale. Denn wir werden nicht jedes Rennen fahren, bin ich mir ziemlich sicher, sondern wir springen ja immer hier noch im Story-Let's Play. Also keine Ahnung, vielleicht ist es schon das vorletzte Rennen oder so. Mal gucken. Und es geht, unten habe ich gerade einen Text gelesen, ne? Grand Prix von Russland, der nächste Fahrer von Mercedes. Zeit für ein Quiz. Kann man ein Quiz machen hier? Kennen Sie sich mit der Formel 1 aus? Finden Sie es heraus. Letzte Quiz haben wir gewonnen, Leute. Da waren wir richtig stark. Aber erstmal Brian, bevor wir das Quiz machen. Brian? Kasper, kannst du mal schnell ins Rechenzentrum kommen? Was gibt's denn? Das Team sieht sich gerade die Daten von P3 zu Ende an. Sie wollen ein paar Aspekte der Reifenstrategie mit dir besprechen. Ist ein bisschen spät dafür, oder? Naja, wir wollen eben nichts machen, womit du nicht einverstanden bist. Okay, ich muss nur hier oben erst fertig werden. Wir warten so lange. Wann immer du Zeit hast. Danke, Brian. Der Teamchef sagt, ey, wir müssen was voll Wichtiges für die Reifen besprechen, was in P3, also im dritten freien Training gewesen ist. Also sau wichtig, ja. Das heißt, wir sind kurz vorm Qualifying oder vom Rennen, je nachdem, weiß ich nicht. Aber P3 ist auf jeden Fall mal kurz vorm Qualifying. Wir haben keine Zeit. Wir müssen erst ein Quiz machen. Das ist Kasper Ackermann, Leute. Er hat die Ruhe weg. Also. Hier ist ein kleines Quiz. Mit seinen 5,848 Kilometern ist der Sochi-Autodrom die viertlängste Strecke im Formel-1-Kalender. Können Sie die drei nennen, die länger sind? Das Quiz ist nur zum Spaß und die Antworten werden wir in Kürze posten. Das Quiz ist nur zum Spaß. Ach so, ich dachte, es geht hier, weiß ich nicht. Die Weltherrschaft oder was auch immer. Nee, Quiz ist nur zum Spaß. Eure Antworten in die Kommentare, Leute. Wir werden es dann demnächst lesen, glaube ich, vielleicht schon in dieser Folge nach dem Rennen. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall ist Spa die längste Strecke im aktuellen Formel-1-Kalender. Circuit of the Americas könnte noch länger sein. Könnte auch länger als Sochi sein. Das wäre meine 2. Und 3. Welche Strecke ist denn noch ziemlich lang? Also ich meine, was super lang ist, aber ich glaube, das zählt nicht, weil das ja nicht mehr jetzt drin ist, ist der abgesagte Grand Prix von Indonesien? Ich habe gerade vergessen, wo der war. Scheiße. Philippinen? Eins von den beiden, glaube ich, ja? Ihr wisst, welchen ich meine. Der auch im Spiel, glaube ich, drin ist, oder im letzten Spiel drin war. Der war auch extrem lang. Aber sonst Baku wahrscheinlich. Ich glaube, Baku ist noch nicht lang. Ich glaube, Baku, Spa und Circuit of the Americas. Und am unsichersten bin ich mir bei Circuit of the Americas. Aber das sind meine drei Tipps. Könnt ihr mal sagen, was ihr denkt, Leute, ja? So. Also, was sagt ihr zu den Gerüchten bei Mercedes, fragt der Matty. Die Jackson-Gerüchte sind doch wohl lächerlich. Ich finde, Butler wäre eine gute Wahl. Junge, nee, lieber Aiden Jackson. Und dann können wir den auch wieder steuern vielleicht. Und dann bei Mercedes. Das wäre nicht schlecht. Kommt Aiden zum Team-Dinner? Und unsere Frau hier immer mit dabei. Ne? Die macht eigentlich Umweltberatung bei der Zosa Consultancy. Aber die ist natürlich immer, versucht uns zu helfen, ja. Und Lilly geht's gut. Die guckt sich auch den Grand Prix an mit der Mutter. Sehr gut. Also mit der Mutter, mit der Oma. Puh, aber sie sagt, wir sollen mit Aiden sprechen und reinen Tisch machen. Das ist natürlich keine schlechte Idee. Wenn wir das beim Rennen. Wenn wir das beim Team-Dinner machen. Aber jetzt geht's erstmal los zum Grand Prix von Russland. Ein paar Runden vor Schluss hatte Ackermann mit seinem Aston Martin viele der Konkurrenten übertroffen. Eine alternative Reifenstrategie hat Ackermann anscheinend die perfekte Voraussetzung verschaffen, um noch besser abzuschließen und vielleicht sogar die schnellste Runde zu fahren. Also, wir haben jetzt leider keine Videosequenz, hätte ich jetzt erwartet, wie wir im Rechenzentrum geheim besprechen, was wir am besten machen mit den Reifen. Aber wir haben anscheinend das irgendwie gut gemacht hier mit den Reifen. Also war gut, was das Team sich da angeschaut hat. Und jetzt haben wir eine gute Chance hier, schnellste Rennrunde zu fahren. Mal gucken. Wir sind direkt hinter einem Alpha Tauri. Kasper, wir glauben, du kannst die schnellste Runde fahren. Okay, let's go. Ja, es sieht gerade gut aus. Versuch es. Kein Problem. Also push now, push. Alter, wie wir überholen. Nice one, aber... Ah, Junge, ich glaube, wir haben ihn fast berührt. Wir sind nur auf der 13. Was bringt uns die schnellste Runde, wenn wir auf der 13 sind? Also nur wenn du in den Top 10 bist, gibt die schnellste Runde nämlich einen extra Punkt. Aber vielleicht haben wir eine Chance.
noch weiter vorn zu kommen. Ja, schließe den besten 10 ab und fahre die schnellste Rennrunde. Das steht auf jeden Fall, stand bei mir. Unten links, was ihr nicht sehen könnt. Wir haben auf jeden Fall schon meinen schnellsten ersten Sektor. Ich meine, ich bin die Strecke nie vorher jetzt gefahren im F1 2021. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier direkt auf Anhieb schaffe. Aber auf jeden Fall schon mal die beiden Apex sind nicht perfekt getroffen. Aber wenn wir so gute Reifen gerade haben, haben wir gute Chancen. Und kommen wir mit dem Benzin noch aus. Dann haben wir sehr gute Chancen, das zu schaffen. Weil ne, mit guten Reifen ist ja 2-3 Sekunden mal schneller. Also im Vergleich mit perfekten neuen roten Reifen, im Vergleich zu alten, abgenutzten weißen und so. Und wenn wir jetzt hier viel ERS benutzen auf dieser Runde, hilft das natürlich zusätzlich. Der war wichtig, der Apex, dass wir ihn gut treffen. Leider der Schumacher vor uns. Leider, weil den müssen wir überrunden und das kostet Zeit. Der macht nett Platz, aber es hat mir trotzdem gerade richtig viel gekostet, weil ich da unsicher war und nicht in ihn reinfahren wollte. Wir haben auf jeden Fall genug ERS benutzt, weil jetzt haben wir keins mehr. Ich hoffe, dass uns jetzt nicht zu sehr hier kostet, aber hier ist die Linie. Jawohl, wir haben es geschafft. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Nice one. Okay, also Teil 1 der Aufgabe geschafft. Wir haben die schnellste Rennrunde. Jetzt muss ich ein bisschen Akku sparen. Da habe ich noch ein bisschen sehr viel ERS gerade ausgegeben dafür, aber es hat sich ja gelohnt. Wir müssen jetzt aber noch 5 Sekunden aufholen, bis auf Ocon. Der hat aber alte weiße Reifen. Also da könnten wir vielleicht einiges gut machen. Und könnten es tatsächlich schaffen, hier in die Top 10 zu fahren. Wir haben noch 3 Runden. Oder wir haben noch 3,5 Runden. Direkt mal 7 Zehntel langsamer jetzt gewesen. 7 Zehntel als gerade eben. Weil wir kein DRS hatten. Und weil wir auch weniger ERS benutzt haben. Und die Reifen jetzt vielleicht auch schon über den Peak dann bald hinaus sind. Latifi haben wir überrundet. Bisschen ERS benutze ich schon. Ja, und Ocker nur noch 3 Sekunden. Also wir holen mit riesigen Schritten, holen wir auf. Eigentlich sollten wir es jetzt hier noch gut schaffen können in die Top 10. Das wäre natürlich stark. Mal gucken, was wir da erreichen können hier noch. Erstmal Giovinazzi aber. Der ist auch auf roten Reifen interessanterweise. Aber er wird aufgehalten durch den Backmarker. Nein. Oder wird er gar nicht? Ich dachte, es ist ein Backmarker, aber das ist der super langsame Ocon auf den alten weißen Reifen. Der ihm da jetzt aber dementsprechend leider DRS gibt. Und ich muss ERS sparen. Ach, ganz klar, wir sind schon eine Sekunde in der Giovinazzi, aber haben noch keinen DRS. Weil wir beim Aktivierungspunkt einen Ticken zu weit weg waren. Aber die beiden fighten jetzt. Aber nice, das heißt, wir werden hier ganz gut draufkommen auf jeden Fall. Ich muss jetzt nur zurückhalten mit der Batterie. Ihr seht, ich habe da zu viel benutzt. Aber es hat sich gelohnt für die schnellste Rennrunde. Und gleich sollten wir auf jeden Fall auch wieder DRS haben. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Bin so jetzt schon zu früh an Giovinazzi dran. Hier kann ich schwer überholen. Ah. Jetzt verliere ich nämlich Zeit hier. Aber nicht zu viel. Das benutzen wir ein bisschen ERS. Und der Rest, den regelt DRS, habe ich ja in der letzten Folge nochmal ausführlich erklärt. Ich glaube, die meisten haben es natürlich schon gewusst, aber nicht alle. Und für die war das hoffentlich nochmal eine gute Erklärung. Und genau dieses System hat uns jetzt gerade hier geholfen, den Ocon zu holen, der aber natürlich auf schlechten Reifen ist und deswegen auch langsam aus den Kurven rauskommt und dann auf der ganzen Geraden weniger Speed hat. Das spielt natürlich auch eine große, große Rolle. Jetzt ist Butler, Alter, den müssen wir bekommen. Aus Prinzip schon. Boah. Und den Körper sollte man nicht mitnehmen. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Butler auch auf roten, Sainz aber auf alten, weißen. Also vielleicht machen wir auch nochmal große Schritte in den letzten 2 Runden. Also wir haben nur noch diese Runde und die nächste. Aber den Ferrari können wir vielleicht noch bekommen. Boah, ich habe zu wenig ERS. Die Batterien müssen sich irgendwie aufladen hier. Damit ich die gleich nochmal benutzen kann zum Überholen möglicherweise. Ah, Butler bekommen wir. Und davor ist noch ein Auto, oder?
Ein blaues war das. Ja, ein sehr nahes blaues. Oh, und unser Teamkollege, aber der ist so weit weg, glaube ich. Der bekommt jetzt nochmal eine gute Platzierung vor uns, nachdem er jetzt wahrscheinlich viel gelitten hat. So. DRS ist an, ERS ist an. Reicht das, um Butler zu holen? Gerade so, hoffentlich. Oha. Ich habe ihm Platz gelassen. Oh Gott, okay, gerade so. Oh, und ich bekomme keinen DRS jetzt leider. Dafür bin ich einen kleinen Ticken zu weit weg. Das ist deine letzte Runde, die Doch. Letzte Runde Aha. des Rennens. Ganz knapp muss es gewesen sein, habe ich jetzt DRS bekommen. Das ist wichtig, damit habe ich auf jeden Fall die Chance, beide noch zu holen. Bei der nächsten DRS-Zone, aber jetzt konnte ich dadurch sehr schön aufschließen. Und obwohl ich mein ERS gespart habe. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, aber das reicht auch. Wir sind da dran, Leute. Die sind beide langsam mit ihren alten Reifen. Das gibt was. Bisschen weit raus. Oh, Sainz, ey, jetzt machst du es mir echt schwer hier. Fahr einfach bitte normales Sainz. Okay, wir sind vor ihm, aber das wird schwer mit Alonso. Weil wir jetzt wegen Sainz keinen Windschein. Auch Alonso super langsam, er muss jetzt schon aufladen. Das seht ihr im roten Blinken, wir gehen easy vorbei. Ganz knapp hinter Jackson. Schade, den holen wir nicht mehr. Der ist 2,6 Sekunden vor uns. Aber ich glaube trotzdem als Siebter und mit der schnellsten Rennrunde können wir da hochzufrieden sein. Das ist ein schönes Ergebnis. Und ist auch gut, wir wollen ja auch den Jackson aufbauen, ja. Wir wollen ihn ja aufbauen, haben wir gesagt. Dann wird er hoffentlich durch dieses Ergebnis auch mal wieder stärker aufgebaut. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Na klaro. Junge, Alonso denkt sich, nee, mit DRS hier in der Auslaufrunde. Großartige Leistung von Aston Martins Kasper Ackermann heute. Er hatte die schnellste Runde, Stefan. Ja, und es passiert nicht so oft, dass sich jemand, der nicht für die drei Top-Teams fährt, diesen Extrapunkt holt. Aston Martin schien heute eine eher aggressive Reifenstrategie zu haben, aber es hat sich ausgezahlt. Unglaublich. Aston Martin kann jetzt durchaus um einen guten Platz im Mittelfeld mitkämpfen. Und vielleicht reicht es am Ende sogar noch zu Rang 4. Sie werden sehr zufrieden sein. Ja. Damit kann man, ist der heutige auf jeden Fall zufrieden sein. Oh, und McLaren war aber auf dem Podium, das ist nicht gut. Das sind nämlich möglicherweise unsere Konkurrenten auch. Aber Kapitel 13. Aston Martin setzt eine alternative Reifenstrategie ein, die sich bezahlt macht. Denn Kasper Ackermann sichert sich damit nicht nur einen Platz unter den besten 10, sondern fährt auch die schnellste Runde in Sochi und holt einen extra Punkt. Ja, ja, ne? Also, schnellste Runde, während wir uns dem Ende der Saison nähern. Kasper Ackermann hat derweil der Welt der Formel 1 ein bisschen extra Gesprächsstoff gegeben. So, und Zeit für den Quiz. Die Antworten sind... Ah, Silverstone, Baku und Spa-Francorchamps. Also Silverstone und Circuit of the Americas. Schade. Fast richtig gehabt. Hoffentlich aber viele von euch. Brian. Kasper, ich wollte nur sagen, toll, dass du die schnellste Runde gefahren bist. Den Punkt können wir wirklich gebrauchen. Ja, das Team hat gute Arbeit geleistet. Und du bist gut gefahren, Kasper. Also, gratuliere. Danke. Hey, es gibt Gerüchte, dass du die Team-Dinner-Party morgen schwänzen willst. Muss ich mir da wirklich Sorgen machen? Ich komme zur Dinnerparty, Brian. Wir haben Grund zum Feiern und einen tollen Ort dafür reserviert. Es wird dir gefallen. Kommt Zoe auch? Das lässt sie sich nicht entgehen. Großartig, sehr schön. Freust du dich schon drauf, Kasper? Los, sag ja. Ich werde auf jeden Fall da sein. Naja, immerhin. Wir sehen uns dort. Danke, Brian. Eieiei. Ei, ei. Aber ne, wir haben ja gesagt, wir wollen da hinkommen, um da zu sprechen mit unserem Teamkollegen. Und Zoe, die sagt jetzt auch, wir sollen unbedingt dahin. Hey, Zoe. Hey, hallo. Alle reden über die Team-Dinner-Party. Wir gehen immer noch dahin, oder? Sieht so aus.
Ach komm schon, Kasper. Du wirst diese Veranstaltung vermissen, wenn du nicht mehr dabei bist. Wir werden sehen. Warum habe ich nur einen so übellaunigen Kerl geheiratet? Weil er charmant genug ist, um das auszugleichen. Da habe ich was anderes gehört. Du darfst eben nicht alles glauben, was sie in den Nachrichten erzählen. Was machst du gerade? Nur E-Mails und so. Okay, ich glaube, ich gehe zurück zum Hotel. Wir sehen uns dort. Ciao. Nur E-Mails und so. Ja, ja, wir machen Quiz machen wir immer noch. Ah ja, aber der nächste Fahrer von Mercedes, ne? Mercedes hält sich Optionen offen, behaupten Insiderquellen. Also, ich meine, wenn es jetzt, ich glaube nicht, dass jetzt eine... Ja, wobei, jetzt ist Sommerpause gerade, ne? Also jetzt kann jeden Tag, das heißt, es kann so jetzt, wo ich das Video aufnehme, bis es wieder online geht, kann schon jetzt irgendwie rauskommen, wer der Fahrer von Mercedes nächstes Jahr wird. Ob Valtteri Bottas nochmal eine Einjahresverlängerung bekommt oder ob es einen neuen Fahrer gibt, ob es George Russell wird, der bei Mercedes der zweite Fahrer neben Lewis Hamilton wird, der auf jeden Fall weitermachen wird. Der hat ja seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben in die neue Ära. Also ich könnte mir vorstellen, dass es, dass ich könnte mir beides vorstellen, dass Russell noch eine, dass Russell wird, ne? Oder aber auch, dass Bottas nochmal kommt, weil Hamilton einfach sagt, weil Hamilton halt gesagt hat, ich gehe, kann ich mir, ich bleibe, kann ich mir vorstellen, dass er es unter der Bedingung gemacht hat, dass Bottas sein Teamkollege bleibt, weil Bottas ist der perfekte Teamkollege für Hamilton. Der ist nicht so scheiße, dass er Hamilton im Rennen nicht helfen kann, sondern meistens ist er nah genug dran, dass halt strategiemäßig das halt für Red Bull dann blöd ist, meistens. Aber er ist mega zurückhaltend, er hat nicht den Anspruch, der Nummer 1 Fahrer zu sein. Der hat akzeptiert, dass er der Nummer 2 Fahrer ist, auch wenn er ist sozusagen offiziell, haben die keinen Nummer 1 Fahrer, niemand wird da bevorteilt. Aber ne, Bottas ist kein Nico Rosberg, der sozusagen einfordert, dass er das immer alles gleich ist und so, sondern ist einfach ein... Der nimmt einfach alles hin. Der weiß, dass er auch Glück hat, im Endeffekt im besten Team der Formel 1 zu fahren und sich so viele Siege holen zu können, was er niemals hätte machen können, wenn er bei Williams geblieben wäre. Oder selbst wenn er bei Ferrari oder so wäre, hätte er wahrscheinlich weniger, deutlich weniger Rennsiege haben können, als er es jetzt so hatte. Und Pole Positions und so weiter. Deswegen, der ist, glaube ich, happy so und einfach damit ein Top-Team-Kollege für Hamilton. Und während ich das so erzähle, gucke ich ihn an. Oben hängt ein Foto mit ihm zusammen. Da sind wir zusammen Crosskart gefahren im Schnee in Finnland. Gibt es auch einen Vlog von, schon ein paar Jahre her. Drei Jahre, glaube ich, ja. Sind wir zusammen Crosskart gefahren. War sehr lustig gegeneinander in Finnland. Aber ich glaube, ich könnte es mir, also die meisten schreiben Bottas ab, aber ich könnte mir vorstellen, dass wegen Lewis Hamilton, weil der sagt, ich will ihn behalten, dass der da weiterhin bleibt. Aber eure Meinung könnt ihr dazu gerne mal in die Kommentare schreiben, Leute. Was ihr meint, ne? Was ihr denkt, wer bei Mercedes hinkommt. Ne? Die meisten gehen ja von George Russell aus, nachdem er jetzt 3 Jahre bei Williams war, jetzt endlich auch seinen ersten Punkt geholt hat, auch wenn er das einfach dann macht, wenn Latifi vor ihm ist und noch mehr Punkte holt. Aber es wäre wohl an der Zeit, dass er zu Mercedes kommt. Also ich, die Wahrscheinlichkeit ist, sag mal, ich würde sagen 60-40. 60, dass George Russell kommt, 40, dass Bottas kommt. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also warum sollte man irgendwas wie Perez holen oder sowas? Es macht gar keinen Sinn. Also, oder Ocon macht auch keinen Sinn, der ist bei Alpine da mit seinem Sieg jetzt auch. Nee, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Bin mir sehr sicher, dass es entweder Russell oder Bottas wird bei Mercedes. Aber hier im Spiel ist es natürlich die Frage. Ja, Insider-Quellen behaupten, die Toto Wolff nahestehen. Den ich letztens mal gesehen habe, letztens vor euch schon ein bisschen was her, als ich in Rom war, bei der Formel E, da war er. Und da war ich mit Christian Danner, waren wir essen mittags, haben wir ein bisschen was geholt. Und dann, da gibt es so für, ist halt alles so Covid-Protokoll. Also da gibt's, musst du so ganz genau, wer wo hin darf. Und deswegen müssen auch eigentlich alle an der Strecke essen, aber es ist so sehr, sehr cool, wo man da isst. Und da war er dann auch. Und hat dann, weiß nicht, das ist irgendwie so eine Person, die eine Aura hat, finde ich, weil man ihn halt so aus dem Fernsehen im Endeffekt oder aus der Formel 1, wenn du ihn da halt so kennst und weißt, was er alles macht. Krasser Typ auf jeden Fall, krass, wie er das Team führt und es geschafft hat, die zu so einem guten Team zu machen. Also ich glaube, extrem großen Anteil daran, dass Mercedes so erfolgreich ist, liegt an Toto Wolff, weil der einfach eine super Führungskultur oder Unternehmenskultur im Allgemeinen eingeführt hat dort.
was anders als bei Ferrari, wo es irgendwie so die Leute wohl manchmal Angst haben, Sachen anzusprechen und deswegen werden sie nicht angesprochen, dann werden Fehler nicht entdeckt und es geht alles drunter und drüber. Und das ist in jedem Unternehmen super wichtig, dass halt für den Erfolg super wichtig, dass man da halt eine gute Führungskultur hat oder gute Unternehmenskultur im Allgemeinen und das eben auch bei einem Formel-1-Team. Da hängt der sportliche Erfolg auch davon ab, wie im Team intern das ist. Und ich glaube, da hat es einfach der Toto Wolff geschafft, eine super Struktur aufzubauen und super gute Köpfe unter ihm, die aber auch nur so gut sind, weil er sie genau irgendwie richtig einsetzt, genau richtig laufen lässt, genau die richtigen Freiheiten gibt, aber auch wahrscheinlich die richtigen Machtentscheidungen dann doch manchmal irgendwo treffen muss und die Weichen richtig stellt. Also das macht er, glaube ich, extrem gut. Und deswegen hat er irgendwie, weiß nicht, hat er so eine Aura um sich, ne? Wenn man ihn auch so aus dem wenn man halt das alles weiß und so aus dem Fernsehen kennt, so, wenn er Erfolge feiert, wenn er aber auch Niederlagen hat und wie er dann reagiert, so, fand ich, ist auch eine von den Personen, wo man so, weiß nicht, da hast du so direkt Respekt. Selbst wenn er 10 Meter weg ist, ist so, okay, krass, da ist Toto Wolff, der schon, boah, das ist nicht irgendjemand so. Fand ich auf jeden Fall, war direkt irgendwie so ein Gefühl in meinem Kopf, ist direkt hängen geblieben. Und ja, was hier jetzt aber im Spiel steht, eben auch behaupten Insiderquellen, die Toto Wolff nahestehen, das Team zieht so viele Möglichkeiten in Erwägung, wie es geht. Sowohl Fahrer aus ihrer Akademie als auch aktive Formel-1-Fahrer, also mehr als in echt anscheinend, wollen hier alle möglichen Leute vielleicht verpflichten. Der stets kontroverse Devin Butler steht angeblich zur Debatte, nachdem er für Alfa Romeo in den letzten Saisons zuverlässig Leistung bringen konnte. Aiden Jacksons Name wird ebenfalls genannt, aber ist unklar, wo das Gerücht seinen Anfang nahm. Er hat letzte Saison verraten, dass es sein Traum ist, für Mercedes zu fahren, aber gegenwärtig hat er nur Außenseiterchancen. Eine andere Option für Mercedes wäre... mehr kann man nicht lesen. Da ist doch wahrscheinlich Paywall, da müssen wir bezahlen, um es weiterzulesen. Naja, das soweit irgendwie hier dazu. Trage die Farben von Aston Martin heute mit Stolz, super gemacht. Casper hat noch Into the Barrier geschrieben. Sieht man nicht oft, dass sie sich im besten Punkt schnappen können. Aber steht nichts weiter zu Mercedes, ne? Das würde mich nämlich noch interessieren, ob da irgendwas steht. Da sehen wir dann mal, wie das weitergeht. Vielleicht steuern wir sogar dann irgendwann nochmal unseren Aiden Jackson. Mal sehen. Also, und da stand auch irgendwas hier von wegen Ackermann besser als Butler, macht das Mittelfeld wieder interessant. Gibt es da einen Kampf um Platz 4 zwischen Aston Martin und Alfa Romeo? Mal schauen. Wieso Alfa Romeo? Waren die so gut? Keine Ahnung. Das sehen wir auf jeden Fall alles im nächsten Kapitel, Leute. In der nächsten Folge hier von meinem F1 Story Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und schreibt mal eure Meinung oder eure Ideen, wer jetzt zu Mercedes gehen wird nächstes Jahr in die Kommentare rein. Und ja, in 2 Tagen geht's weiter. Um 15 Uhr mit der nächsten Folge von F1 2021. Bis dahin. Ciao, ciao. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr solche Formel-1-Diskussionen im Let's Play gut findet, wenn ich mal ein bisschen meine Meinung sage, oder ob ich das lassen soll, oder ob ich es höchstens, wenn ein langes Rennen ist, während des Rennens machen soll und nicht danach. Scheiß mal rein. Ich dachte, wenn ich so am Ende mal ein bisschen quatschen, ist eigentlich ganz cool, weil ich meine, wir alle, die das gucken, glaube ich, die allermeisten gucken auch die echte Formel 1, kann man mal ein bisschen quatschen, und wen es nicht interessiert, der bricht das Video halt einfach an der Stelle ab und springt schon zum nächsten weiter. Ich finde es eigentlich ganz gut, aber wenn euch das voll stört, dann schreibt es auch rein, dann höre ich damit auf. Bis dahin, bis zum nächsten Rennen, übermorgen 15 Uhr. Ciao, ciao.